So, noch ein Spielchen in der GT Battlezone. 1500 Punkte Malstrom. Wir spielen die Malstrom-Mission in Hammer und Amboss, wo wir immer drei Missionskarten auffüllen und wir uns gegenseitig nicht verraten brauchen, was für Missionen wir spielen. 1500 Punkte Dark Angels, Ravenwing im Cut. Liste steht in der GW Fanworld. Hier aber auch noch mal kurz mit durch. Das sind hier diese Turnierüberlegungen, die ich angestellt habe. Wir spielen vom Prinzip im Kern eine Einheit Black Knights aus dem Elite mit Apotheker mit bei und mit Chaplain mit drin. Stärke 7 DS3 Relikt. Der Skriptor hat sich damit angeschlossen, den wir gekauft haben. Stufe 2, der hat die Snapshot, Psykraft aus der Befragungslehre der Dark Angels. Und das Hexenfeuer mit 2W6 plus 2 abzüglich Moralwert für die Wunden. Und ansonsten haben wir noch im Sturm den klassischen Dark Shroud und zwei 7er Einheit Biker Squads, die ich als Kampftrupps aufgesplittet habe. Da sind dann jeweils dann drin eine 3er Einheit mit 2 Grafstrahlern und normalen Biker. Und in einem anderen 3er Trupp ist der Sergeant mit Kombigraf und den beiden verbleibenden Bikern mit dabei. Diesmal haben wir Sergeants Melterbomben mit dabei und die Trikes aus den Angriffsschwadronen fahren noch mit Multimeltern durch die Gegend. Und eine kleine Dreier-Einheit Black Knights haben wir noch mit und wir spielen heute gegen Khorne Demonkin. Da ist die Liste aber nicht nach den Turnierregeln aufgebaut, das ist uns heute aber auch egal. Wolltest du selber was zu der Liste sagen? Oder? Nee. Sinnfrei. Sinnfrei. Ich weiß nicht, was das für ein Detachment ist. Sicherlich das, wo du den Blutpunkt extra generierst. Nein. Ist Cut mit Lord of War und Gorpack. Okay. Und halt ein Kythan und den Bloodfester of Unfettered Fury. Der Bloodfister. Bloodfister of Unfettered Fury. Fury. Hoffentlich Fury ein bisschen lauter aus. Ja, wir haben aufgebaut. Die Dark Angels durften als zweites aufbauen. Wir spielen Marschstrom. Wir gucken mal, wie die Marker verteilt sind. Da ist die 3. Wir haben hier 4 sehr zentral. 5. Eigentlich 5. In so einer schönen sternförmigen Formation. Alles klar. Und hier hinten ist auch noch einer. Da. 2. Und wir haben Nachtkampf und die Demonkin haben hier mit einer Einheit Hunde gescoutet. Sonst hat nichts gescoutet. Ich habe auch komplett nicht gescoutet. Ich möchte lieber schauen, was da kommt. Und du darfst anfangen. Ich darf anfangen. Das ist schön. So bin ich. Das ist sehr lieb von dir. Dann darf ich meine Karten ziehen. Moment. So, wir haben 3 Missionszielkarten gezogen. Genau. Da. Das kann unter Umständen spannend werden. Wir haben ja eine Kapsel, die wir runterschmeißen. Ich weiß aber nicht, ob ich die da wirklich auf die 1 schmeißen will. Im Zweifelsfall würde ich nämlich ganz gerne so einen Luckshot auf den Kythan mit 2 Meltern einfach probieren. Mal gucken, was wir runterziehen können. Das dürfen wir leider nicht wegschmeißen, denn da ist der Bloodfister of Unfettered Fury. Was eine fliegende monströse Kreatur ist. Mein Mitspieler ist gerade nicht da. Und Vormarsch, 3 Marker. Machbar. 1, 2, 3. Also das sollten wir, glaube ich, eigentlich ganz gut schaffen dürfen. Gut. Und nicht gesinkt. Nicht gesinkt, ne? Das heißt, der kann gleich, gleich voll auf den Kythan schießen. So, Dark Angel Spielzug 1 ist vorbei. Ich wollte hier eigentlich auf die 4 drauf hüpfen, weil in den Rücken von den Kythan bin ich nicht so richtig reingekommen, wo ich dann schocken und in den Rücken. Geniale Aufstellung des Gegners. In Meta Range hätte schießen können. Hätte natürlich auch nach hinten stellen können, so nach dem Motto: guck mal, die erstmal um das, was da hinten steht, aber da hast du genug Zerfleischer für. Deswegen da, und ich wollte eigentlich einen Weg schmeißen, aber ist halt abgewichen, leider. Schade war's. Ja, Beschuss, hier ist alles bis auf einen Biker gestorben. Hier haben wir tatsächlich 3 Hunde rausgenommen durch einen rasant irrsinnig schlechten Wurf von dir. Sichere Missionsziel,
3 plus Safe, 4, 5 verpatzt. Und hat noch so ein bisschen was rausgenommen. Den Kütern haben wir einen Rumpfpunkt weggenommen. Von den Meltern. Gummimelter ist mit verfrühstückt gewesen. Ja, und Missionsziele. Schauen wir mal. Das behalte ich noch. Sichere das habe ich nicht. Aber ich habe den Vormarsch. Sichere 3 beliebige Missionsziele. 1, 2, 3. Ich habe sogar 4. Dafür erhalte ich W3 Punkte. Ein. Geil. Hat sich nicht gelohnt. Ja. Wie viele Lebenspunkte hat der Bloodfist of Unfettered Fury? Und überlegen 5. Halt, eine Handvoll. Wieder schon 6. Ne? Wenn ich mindestens 2 und doppelt so viele halte wie du, du hältst im Moment gar keins. Ich habe eine Psi-Axt. Du kannst gerne vorfahren und wir können das austragen. Und wenn ich auf die 5 und wenn ich die charge sogar auf die 4 durch meinen Warlord-Trade von dem Ding. 5 oder 6. Ja, ich muss das ja nicht in der Herausforderung nehmen. Dann schmeiße ich was anderes davor. Du hast ja nur Stärke 6 und Instant Kill machst du nur auf eine 6. Ne? Und so, ne? Ja. PS1. Ich möchte den Luftraum nicht sichern. Zumindest dauert es mir zu lange. Also die Karte schmeiße ich ab. Und dann ist Runde 1 der Korn Demonkin. Und dann halt mal drauf, was du kriegst. Ich gucke auch extra beiseite. Also soll ich den Spiegel zu dir nehmen? Ja, da sind ja Fenster. Ich habe 3 Punkte gemacht. Ende Spielzug 1, Korn, Demonkin. Was hast du alles geschafft? Überwältigen. Nee, ach Quatsch, das habe ich gar nicht geschafft. Korn kümmert es nicht. Eine Einheit vollständig zerstört. Hat geklappt. Weil das First Blood hast du ja auch geholt. Da standen mal 3 Biker. Scheiße, wäre mein Biker gestorben. Wäre egal gewesen, ob es. Brauchte gar keine Feinde. Ja. Und ein Charaktermodell entfernt. Ja, okay. Hat auch geklappt. Und hier, weil da sind auch die 5 taktischen Marines rausgeflogen. 2 Einheiten hast du vernichtet, 2 Blutpunkte. So. Punkt fürs First Blood und ja, für die Marschrum-Karten, die du jetzt gerade bekommen hast. Genau. Ich habe leider nur 1 Punkt. Damit führst du momentan schon. Tja. Aber du kannst ja gucken, was du ziehst. Aber Abwehrfeuer hat hier noch wieder... Ja, ich habe hier im Abwehrfeuer 11 Zoll Charge hätte gereicht. Haben die hier tatsächlich einen Rumpfpunkt noch beim Kytan abgeknuspert. Sichere Missionsziel sowieso. Und sichere Missionsziel sowieso. Ja, jetzt muss ich da hin. Jetzt muss er da hin. Nutzt nichts. Aber das wird schwierig, es sei denn. Ja. Da stirbt halt sowas, was da jetzt groß in der Mitte steht. Das stirbt. So, Ende Spielzug 2 der Dark Angels. Ich habe 5 Modelle getötet. Nee, 6. Davon einmal den Kytan. Und einmal den Bloodfister of Unfettered Fury. Was mich sehr gefreut hat. Wir gehen mal durch. Marschrum habe ich nicht gepunktet. Haben uns vorbewegt und ein bisschen in Position gebracht. Die Kapsel ist nicht gekommen. Sehr schade. Für die beiden Karten, die wir da einmal halten. Und ansonsten halt vorgefahren und in Position gebracht, hier zu schießen. Psy-Phase hat nichts gebracht. Das eine hat es gebannt und das andere, Focus Witchfire, Trefferwurf verbaselt, hat dann nicht gereicht. Und dann im Beschuss mit Multimelter und Plasma-Clown dann der Black Knights die letzten Rumpfpunkte, 4 Stück noch, ne, vom Kytan runtergenommen. Weil einmal von der Plasma-Klaue dann die 6 lag und das Explosionsergebnis kam. Sofort W3 weitere Rumpfpunktverluste. Und damit war der letzte dann weg. Dann haben wir weiter getötet. Hier den einzelnen Ziegenbiker, der hier unten gestanden hatte.
vom Gore-Pack mit dem Dark Shroud und in einer fulminanten Plasma-Clown-Aktion von 8 Schuss, 7 Treffer und 7 Wunden auf den Bloodfister draufgelegt, weil die Psi vorher verkackt hat und hier die Graf-Biker hier nichts gemacht haben. Kombi-Graf-Strahler ist gezündet, der ist weg, der hat seinen noch. Ja, und hier hatten wir auch noch ein Gore-Pack rausgenommen, das, so dass du jetzt noch hast. Die beiden Trupps Zerfleischer und einmal hier die Hunde mit dem Chaos Lord und einmal hier nochmal eine Hunde und jede Menge Blutpunkte. Die drei Karten, die ich habe, behalte ich. Es macht, glaube ich, Sinn, die zu behalten. Weil irgendwie kriegen wir das nächste Runde, glaube ich, hin. Du kriegst neue Karten. Ich gucke auch nicht drauf. Demonkin des Korn. Ende Runde 2. Eins habe ich erfüllt. Welches? Mission. Ach, Missionsziel 1. Ja, Missionsziel 1 ist spannend. Sonst hattest du von den Blutpunkten einmal hier eine Einheit Hunde hinbeschworen, sind dann genau dahin geschockt, wo sie hin sollten und sind dann anschließend gerannt. Und hier im Nahkampf haben dann Hunde und Lord mit Hunden die Black Knights angegriffen. Ein Black Knight ist gestorben. Ich habe 2 Hunde getötet und dem Dingenskirchen einen Lebenspunkt weggenommen. Und ich möchte mich jetzt ganz gerne noch zurückfallen lassen. Auf die 5. Schon wieder, das zweite Mal heute, dass ich die 6 schmeiße und im Nahkampf gebunden bleibe. Darf ich vorher nicht drauf schießen? Ist doch scheiße. Ich glaube, ich muss doch irgendwo für die Liste Punkte freimachen und das scheiß Ravenwing-Banner einpacken, dass es auf jeden Fall immer funktioniert. Ja, dann ist jetzt ansonsten Spielzug 3 der Dark Angels. Nachrückbewegung etc. haben wir gemacht. Der Chaplain durfte nicht mitmachen, leider, im Nahkampf. Pack mal wieder einen Lebenspunkt bei dem Chaos-Lord und bei meinem Apotheker hat mitgehauen. Da waren 3 Attacken von dem Apotheker mit drin. Ja? Ja. Die er nicht machen durfte, weil das war der Einzige, der aus der... Ja, aber nee, dann hätte... Das war ja von den Corvus-Hammern, die Attacken. Ja, ja. Dann hast du 3 Corvus-Hammer-Attacken mit reingepackt. Der hat doch gar keinen Corvus-Hammer. Warte mal. So, die Rückfrage hier von meinem Mitspieler konnten wir gerade eben klären. Ich meine, nichtsdestotrotz waren die Attacken zu viel, aber der Apotheker behält seinen Corvus-Hammer. Also der Apotheker bei den Ravenwing-Kommando-Squad. Der behält seine normale Ausrüstung und nimmt zusätzlich das Nathetikum. Der Apotheker, der in den normalen Fußlatscher-Kommando-Squad reinkommt, behält seine Ausrüstung und nimmt ein Nathetikum mit dazu. Der Deathwing-Command-Squad, deren Apotheker sagt hier, der wird zum Deathwing-Apotheker und der ersetzt seine Energiefaust mit einem Nathetikum. Der muss das abgeben. Alle anderen Apotheker dürfen das behalten. Ich bin halt Deathwing-Spieler. Ne? Deathwing ist halt geplagt. Thermis sind ja nicht schon schwach genug. Aber dafür mit dem Nathetikum darf man ihn in die Reihenfolge zuhauen. Jetzt sag nicht Arschloch, das muss ich rausschneiden. Da ist so ein Finger. Ja, ich habe mich nicht zurückfahren lassen. Gesagt, der hat den Lebenspunkt wieder zurückgekriegt, weil ich mit meinem Corvus-Hammer leider zu viel zugehauen habe. Aber ich habe jetzt noch eine Reserve, für die ich würfle. Für die Landungskapsel auf 3+. Kommt. Schade, dass du keine Fahrzeuge mehr hast, auf die ich schießen kann. Du musstest den nicht töten? Ich wollte aber. Gut, dann kommt meine Kapsel. Ihr wisst, wo sie hin soll.
Und dann sehen wir uns gleich am Ende des dritten Spielzugs. Oh, die Platte lichtet sich. Ende Spielzug 3 der Dark Angels. Durch doofes Positionieren meinerseits und glückliches Ausschalten feindlicher Modelle seitens der Demonkin durfte mein Shepland immer noch nicht am Nahkampf teilnehmen. Jetzt beim, ich glaube mittlerweile 12 Zoll Nachrückbewegungen darf er nächste Runde auf den Lord drauf rumprügeln. Freut er sich sehr drauf. Wird langsam Zeit. Ansonsten habe ich erfüllt zweimal das Missionsziel 1, weil da hinten ist eine Kapsel hingekommen. Und die Zerfleischer, die das Ziel gehalten haben, waren zwei, die es konkret gehalten haben, die sind tot, aber alle anderen Zerfleischer drumherum sind auch tot. Eine Karte halten wir noch, die behalte ich auch, weil da glaube ich einfach, dass wir das nächste Runde auch dann ziemlich sicher schaffen. Hier habe ich Hunde rausgenommen, deren Zahl 6 Lebenspunkte. Ein Biker selber verloren, die bleiben jetzt aber auch gebunden, weil ich keine Lust habe, dass sie gleich irgendwie frei durch die Gegend agieren. Und ja, hier habe ich noch zwei weitere Black Knights verloren, unter anderem den Sergeant, sodass du jetzt aktuell bei 5 Blutpunkten bist, ne? Mhm. Und jetzt generierst du aber keinen, oder? Weil kein Detachment, kein Meta-Detachment hast du nicht gesehen, normales Cut. Dann guck doch mal, wie das mit den Karten ausschaut. Ich schaue auch nicht. Geduld. So, erzähl mal, was hast du gemacht? Missionsziel 2 halte ich. Vielleicht möchte ich mich ja noch zurückfallen lassen. Also, ich will mich auf jeden Fall zurückfallen lassen, ja. Aber ich fahre da deswegen nicht hin. Ich darf mich zurückfahren lassen, 3x6 Zoll in eine Richtung meiner Wahl. Da komme ich nämlich sowieso nicht rum. Ich glaube, ich möchte in Richtung deiner Zerfleischer fahren. Immerhin 7 Zoll. So, mein Multimelter-Tribe möchte sich zurückfahren lassen. Den Chaos-Lord haben wir übrigens erschlagen. Und danach war dann von den Black Knight nichts mehr im Nahkampf. B3. Und dadurch, dass das unabhängige Charakter mit einer Herausforderung getötet wurde, auch wenn es dann nicht von dem Herausgeforderten erschlagen wurde, ist er trotzdem mit einer Herausforderung getötet worden. Lesen wir so. Aber ich bin jetzt da nicht mehr gebunden und kann deswegen da wegfahren. Und das Trike will sich zurückfallen lassen. Ah, tut es nicht. In deiner. Ein feindliches. Ach, ein feindliches. Ja. Ach so. Das hast du ja gut gemacht. Ja, habe ich gut gemacht. Also keine Punkte. Nee, das kann ich auch gleich abschmeißen. Ja. Gut. Trike bleibt im Nahkampf gebunden mit den Hunden. Aber die Black Knights agieren gleich einfach so, wie sie wieder agieren wollen. Und ja, ich gehe in meinen vierten Spielzug und kriege 2 neue Karten. Befestigung hast du nicht, ne? Kommt weg. Sichere Mission. Ja. Naja. Gut. Ja. Das sollte jetzt diesmal aber bitte schön klappen. Ansonsten kriege ich es kalte Kotzen. Fände ich auch ganz blöd. So, Ende Runde 4 Dark Angels. Da steht noch so ein lover Hund. Die haben mal einen Black Knight, den einzelnen Black Knight aufgefressen, der mit reingemarschiert ist. Im Gegenzug habe ich den Hund nicht getötet, trotz einiger Aufprallreffer und so Gedöns. Die hatten in die 5 oder was? In die 4. Dann haut mein Black Knight dann nämlich noch zu. Der hat nämlich da noch nicht reingehauen. Dachte, das war 5. Trifft dich immerhin einmal und wundert auf die 3. Dann rette mal gerade ganz schnell noch. Danke. Ja, tut. Das ist gut. Dann brauche ich mich doch nicht ärgern. Neu positionieren Biker, neu positionieren Trike. Passt so. Ja, dann habe ich nämlich doch 3 Karten erfüllt. So, ich habe hier noch die 3. Müsste ich zumindest dran sein. Bist du einmal so freundlich, das nachzumessen?
Also ich hätte jetzt gesagt, das ist... Wenn es durchs Nachrücken dann nicht mehr reicht. Nee, das reicht nicht mehr. Dann sind es immerhin doch noch zwei Karten, nämlich die 4 und die 5. Wieso? Und du hast doch da hinten auch noch, oder? Ja, die habe ich aber nicht. Ach so, okay. Wahrscheinlich habe ich dann die 3 auf der Hand. Ja, da hinten laufen noch Zerfleischer rum. Ich mache mich da hinten so ein bisschen bereit für einen Durchbruch. Und ansonsten steht jetzt noch eine Einheit Hunde und eine Einheit Zerfleischer. Im Charge habe ich es hier geschafft, dass mir eine Einheit Ravenwing Biker geplatzt ist. Haben die Hunde aufgefressen, leider. Wolltest du uns daran teilhaben lassen, was du für Karten hast? Kackkarten. Ich erst Fünfter? Ja, Spielzug 5 der Dark Angels. Wir haben einmal diese hiesige Mission hier, was aber die 12 ist, deswegen gucke ich gleich in das Regelbuch des Dark Angels Ordens, welches genau ist. Und dann haben wir noch die Hexenjagd, kann ich nicht. Und dann haben wir nochmal sowas da um die Ecke vielleicht. Und hier gucke ich nach, was das jetzt genau ist. Ende Spielzug 5 der Dark Angels. Viel Platz ist auf der Platte mittlerweile frei geworden. Und wir gucken mal, was wir an Missionszielen geschafft haben. Ich habe einmal die geheime Agenda bekommen. Vernichte eine feindliche Einheit, die ein Missionsziel im Acker gehalten hat. Und danach kontrollierst du den. Haben wir geschafft. Hier haben wir die Hunde weggeschossen, angegriffen, erschossen und dann sind wir rangedüst und haben den freigemacht. Dann halte ich Missionsziel Marker 3 und da hinten halte ich die 6. Der sollte eigentlich nicht dran sein. Nö. Und dann ist Runde 5 der Demon King. Du hast schon Karten ermittelt, oder? Ja, nur die hier. Die ist neu. Guck auch nicht. Ja, es ist egal. Blutpunkte gibst du nicht aus? Adamant und Villa brauche ich mir jetzt nicht geben. Spielzug 5, der Korn Demon King war jetzt schnell zusammengefasst. Die verbleibenden 4 Zerfleischer kamen aus der Hütte raus, haben 3 Biker angegriffen, aber vorher 2 verloren. Und im folgenden Nahkampf dafür 2 Biker erschlagen. Und die Biker haben keinen erschlagen. Moralwert-Test verpatzt, aber eingeholt worden. Und durch, sie kennen keine Furcht, geht der Nahkampf halt weiter. Dann würde ich sagen, würfel du nochmal, ob es weitergeht. Spiel zu 6, 3 neue Karten. Sichere, sowas hier, ist aber eine Dark Angels Agenda. Vorherrschaft, jeden Marker kontrollieren. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, schaffen wir. Und Aufklärung, geheimnisvolle Missionsziele spielen wir nicht mit. Gibt's neu. Gehen nach Ruhm, eine Herausforderung aussprechen. Könnte ich halt machen, hast aber keinen Charakter mehr. Ne? Mit dem schwarzen Horn ist schon einer tot. Gut. Dann machen wir das. Und vielleicht. Ja. Ja, Vorherrschaft machen wir auf jeden Fall, das andere gucken wir dann. So, Ende Spielzug 6, Dark Angels. Wir haben die Vorherrschaft, da steht ein Trike, da stehen die Black Knights. Der Chaplain ist rausgefahren, hat sich dann an die 4 dran geboostet. Da steht der Dark Shroud, da hinten an dem es uns, was wir jetzt gerade nicht sehen, steht die Kapsel. Da steht noch so ein Trike. Und hier haben wir noch einen Zerfleischer überfahren. Hat uns nichts getötet und damit kriegen wir W3 plus 3 Siegpunkte. Das sind dann insgesamt 5. 1, 2, 3, 4. Und für die Mission. Und dann sichere Missionsziel 4. Weil wir halt alle haben, haben wir auch die 4. Und gehe nach Ruhm, schmeiße ich noch ab, falls wir in einen möglichen 7. Spielzug gehen sollten und ich dich nicht in deinem 6. Spielzug schon vollends erschlage. Ich schlag zu, treff dich, nichts. Ich mache 3 Attacken auf dich. Und wunde 2 mal.
Tot. Und Wipeout. Aber... nee, falls ich einen Schaden. Ja. Spielende, alle Dämonen sind tot. Aber auch jede Menge Dark Angels sind mal wieder tot. Schade. Hä? Ich habe ganz viele Dark Angels verloren. Drei? Nein, warte, sechs. Oh. Nee, ich habe auch schon was weggeräumt. Ich habe 6 Punkte insgesamt. So. Mit First Blood, ne? Oder? Ja. Mhm. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 plus Kriegsherr plus First Blood sind 16. Wobei ich muss sagen, dafür, dass ich die beiden Großen relativ früh rausgenommen habe, war es noch sehr, sehr lange, sehr, sehr zäh. Westfälisch Schweigen ist Zustimmung. Ja, aber ich habe Würfelglück gehabt. Und Glück gehabt, dass da dein komischer... Ja, der Chaplin, war zu lange aus dem Nahkampf raus. Hättest du aber einen von beiden Großen nicht rausgeholt gehabt? Ja, hätte ich auch ein Problem gehabt, ganz eindeutig. Also der Kythan... Ja, okay, der Kythan wäre... Der Kythan ist gefährlicher für mich, mit der D-Waffe. Mal gegen die Axt habe ich immerhin noch gegen ein Feel No Pain. Wenn die halt nicht enthauptet. Und das war halt auch glücklich, dass er da schon direkt dann gestorben ist. Deswegen kostet der Kythan ja auch das Doppelte. Ja. Mehr als das Doppelte. Aber dass ihr dafür, dass ihr ab, ja, sag mal, dem bleiben zweiten Spielzug auch schon 600 Punkte dann quasi gefehlt haben. Mit Hütern und noch mehr sogar, ne? Fast 800. Ja. Ja, und mit den Hunden, die du raus hattest. Also, ja. Wir haben im Prinzip am Ende zu meinem zweiten Spielzug haben wir schon. 1500 zu 700 Punkte gespielt. Ja. Und gesagt, dafür hat sich es dann echt noch lange gezogen. Also wie gesagt, also das mit dem Hunde nachbeschwören, das ist gut. Das ist schon richtig gut. Das ist aber auch nur bei Mahlstrom wirksam. Wenn wir jetzt hier dieses komische... Eternal War, da wäre ich aber auch nicht nach vorne gegangen. Da hätte ich mir wahrscheinlich die Hälfte in der Reserve gelassen, mich verpissen. Ja. Ich finde aber Eternal War auch langweilig. Ja, da geht mal so alleine eine Eternal War Mission. Ja, ich will halt nicht anfangen und ich spiele Cut und fahre am Ende auf die Ziele drauf. Ja. Und so wird es auf dem Turnier sein im letzten Spielzug. Ja. Im letzten Spiel. Finde ich eigentlich schade. Nee, also das habe ich auch schon gesagt. Kann ich auch hier gerne wiederholen, auch wenn es dann wer aus dem Club auch mithört. Stört nicht. In der letzten Mission, was wir da spielen werden vom Design, kann ich mal entweder im Video mit verlinken oder mal kurz reinschreiben. Ist halt eine Eternal War Mission, wo es richtig viele Ziele gibt. Und da bist du selber schuld, wenn du nicht den Gegner anfangen lässt. Nicht nur das, es geht darum, das Haltbarste im Prinzip zu haben. Für mich als Dämonkin, ja, muss ich eigentlich schon alles in Reserve lassen, was geht. Ansonsten werde ich über 5 Spielzüge zusammengeschossen. Das ist die Gefahr. Gut, wir räumen auf, reicht für heute. Ist ja auch schon wieder früh.